Komm da bloß weg. Ja, Komm wieder zurück in die Weltstadt. Hannover ist noch nicht so weit wie Berlin. Was schlimm ist, Ach. du hörst ja hier den Hall. Der ist auch auf der letzten Aufnahme extrem drauf gewesen. Ich krieg's nicht weg. Es ist so ein Klotz am Beton. Internet Mist, Verbindungsqualität dadurch Mist, Telefonnetz Mist, Hall Mist, Ist alle alles Mist. ist scheiße. Ist So, Hannover. dann machen wir mal ein kurzes, knackiges und freches Hallöchen vom lieben Hallöchen, Giller hier Kai-Uwe da ist draußen. immer noch krank. Hallöchen, mein lieber Arbeit. Kai-Uwe, du dumme Drecksau, du bist weg vom Fenster. Das war's mit dir. Mal Nicht rechtzeitig wieder, aber abgemeldet und zu lange krank. Tschüss. okay, aber du weißt, können wir arbeitsrechtliche Konsequenzen bekommen, Was weil heißt in neulich? Krankheit, ja, ist auch wurscht, hast du recht. Ach, Der hat doch der gar keinen Typ. Arbeitsvertrag gehabt, der hat so alles schwarz gemacht. Oh, jetzt rede ich ja hier gerade mit dem Richtigen, nicht? Sag ich mal Warte so, mal. Oh, was hast du denn da Prost. Schönes? Ich kriege heute eine blutende Maria. Eine blutende Maria. Na, die blutete wohl sehr stark, wie es aussieht. Das sind ja bestimmt 0,5. Eine Bloody Mary, mein Freund. Mit ein Meine bisschen Güte, Wodka unten ja. drin, Tomatensaft, Pfeffer. Ich find's lecker. Liebe Leute, ihr seid So. gerade an euren Empfängern und hört den wohl momentan primitivsten Podcast in der Geschichte der Podcasts, die erfolgreich sind in Deutschland, nämlich der erfolgreichste deutsche Podcast Giller und Arbeit. Wir begrüßen euch, mit zugeschaltet ist der Giller heute in einem sportlichen, ja, was ist das? Ist ein Polo? Nee, das ist ein, oh, was ist das? Mit Ist ein Hoodie. Emblem? Ein Hoodie mit Emblem. Ich kann es aber leider nicht erkennen. Halt mal ein bisschen. Ach, Igitt. Ich sehe es schon. Igitt. Da ist ein Lederwappen. Es ist keine Hose, aber es sind die Bayern. Was ist da denn los? Wie kann man sowas in der heutigen Zeit noch anziehen? Kommen wir Genau. gleich zu, kommen wir gleich zu, kommen wir gleich zu. Wir haben ja vorab schon kurz geredet, dass du gerne heute das Ganze ein bisschen fußballlastiger machen wollen würdest. Ich hingegen wollte Es es gibt nur nicht ein Rudi Völler, ein Rudi Völler. aus Ja. bestimmten Gründen, weil mir zu Ohren gekommen ist, dass es einige Leute in Berliner Ämtern gibt, die gerne auf Fußball bei uns im Podcast verzichten wollen würden. Liebe Grüße Ja. gehen raus. Ja, interessiert Aber mich wir können halt überhaupt nicht, gar nicht. Das ist mich genauso, aber, ich wie Bayern find's. München nicht Meister wird. Das ist mir scheißegal, weißt du. Solange Ja gut, nicht ich meine, der BVB Dortmund ist. wird Und der auch ist nicht es leider Meister und nicht. Nein. Dortmund wird es auch nicht. Und Dortmund wird es noch nicht mal in der Champions League, weil sie heute Abend, wir nehmen Dienstagabend auf, weil sie später leider Gottes gegen Atletico Madrid zu Hause verlieren werden. Oder beziehungsweise das 2:1 nicht aufholen werden können. Okay, du bist ein ganz schöner Arsch, muss ich sagen. Ja? Also da ist ja immer so, wenn wir Du hast doch international spielen, angefangen. bin ich. Ja, aber wenn wir Ja, international ja. spielen, bin ich immer für die deutsche Mannschaft, selbst für Bayern München. Ja, hab dann mit dir auch noch beim letzten Spiel mitgefiebert. Ja, wir haben beide noch geschrieben währenddessen. Ich muss sagen, dass die den Elfmeter nicht gekriegt haben, finde ich eine Katastrophe. Ja, Skandal im Fußball. Bayern hätte das Was Ding. war, Moment, welchen Elfmeter, was meinst du? Das Handspiel. Das Ach Handspiel vom so, Verteidiger. ja. Ja, aber hast ja, ich weiß nicht, ob du die Nachberichterstattung gehört hast, Aber selbstverständlich. Kids made, bla bla. Genau, ein Kinderfehler. Na und? Hallo? Wozu gibt es denn Regeln, wenn man sich an Regeln hier nicht hält? Das ist ja scheißegal, ob es jetzt im Fußball ist oder was anderes. Da wurden Regeln aufgestellt. Man darf den Ball nicht in die Hand nehmen und dann nimmt ihn einfach mal hoch. Scheißegal, ob er ein Und, 26-jähriger aber Spieler das ist, war der doch, aber das. 3,80 Millionen Euro bekommt und dann halt eben Aber das war im doch am wichtigen Spiel. jetzigen Wochenende genau das Gleiche, oder nicht? War doch jetzt am Wochenende genau das Gleiche. War da auch wieder so ein Ding. Ich weiß nicht mehr Welches genau die Spiel meinst du? Situation. Ich weiß es nicht. Irgendwo in der Konferenz war auch wieder so eine Geschichte, wo es wieder um so eine um genau die gleiche um das Gleiche ging. Also nicht jetzt von einem Abschluss, sondern es ging da genau um das Gleiche. Das war auch wieder so ein Kids-Ding und da hat der Schiedsrichter nicht gepfiffen. Was es genau war, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Aber Ja, gut, keine sei es Ahnung. drum. Ist ja auch egal. 2-2 Bayern. Ist spannend. Jeltriiert die Welt. Wird morgen interessant werden. Heute Abend, wie gesagt, spielt der BVB und ich hoffe doch da, dass die das Ding gewinnen. Und Nein, also ich hoffe es auch. Ich hoffe es auch.
Vor allen Dingen muss man sagen, und dann können wir das Spiel auch abhaken, es waren zwei unterschiedliche Halbzeiten. Ich weiß nicht, ob ich die durchgeschrieben habe. Die erste Halbzeit kann Dortmund zufrieden sein, dass sie nicht mit 5-0 in die Kabine gegangen sind. Ja. Ja. Und zum Schluss muss man sagen, haben sie Pech, dass sie das Ding nicht wenigstens unentschieden mit nach Hause genommen haben, weil da waren sie in der zweiten Halbzeit, waren sie besser. Ja, aber zum Fußball gehören nur mal zwei Halbzeiten. Womps, 3 Euro Phrasenschwein. Ja, und bei Bayern muss man dazu sagen, ja, geiles Spiel für einen Fußballfan. Und wenn man nicht Fan von einer der beiden Mannschaften ist, war, glaube ich, ein Traumspiel. War ja von der ersten bis zur letzten Minute extrem spannend und hochtourig. Ne? Ja, ja. Ging immer nur rauf und runter. Deswegen sollte man seinen eigenen Verein gründen. Da bin ich auch dafür. Aber wollen wir kurz, so viel Zeit muss sein. Wir gratulieren natürlich, und es war ja von vornherein abzusehen. Wir gratulieren. Schade. Genau, Xabi Alonso und Leverkusen, die nun endlich geschafft haben, ihren Namen Vizekusen abzulegen und sich nun endlich deutscher Ich habe auch gelesen, international war es Neverkusen. Neverkusen, oh krass. Nee, kannte ich noch nicht, aber auch cool. Neverkusen, auch nicht schlecht. Können sie auch noch, ne? Europa League können sie gewinnen, ne? Ja, die können das Triple können sie holen. Ne? Naja, das kleine Triple, genau. Ja gut, ja, kleiner oder groß ist ja egal. So, und dann, jetzt heißt es aber am Ortseingangsschild von Leverkusen steht das Meisterkusen. Meisterkusen, genau. Ja, krass, aber die können extrem, die können die erste perfekte Saison spielen, ohne Niederlage, ne, wenn sie jetzt nicht mehr gewinnen, verlieren und du musst mal überlegen, woher sie gekommen sind. Richtig. Ne, die waren 17. Da waren sie, als Xabi Alonso sie übernommen hat. Ja, dann zusätzlich können sie, glaube ich, den Punkterekord noch brechen von Bayern München. Der hat hier schon gar keinen Empfang. Ich raste hier bald aus. Und ich sehe dich durchgehend und höre dich durchgehend. Ich hoffe, das kann er schneiden. Ja, wieso? Ich sehe dich und höre dich. Naja, jetzt sehe ich und höre dich. Ich habe hier volles Netz. Ich habe hier mein Wi-Fi. Naja, egal. Kann ich auf jeden Fall schneiden. Das ist an. Aber das werde ich nicht schneiden. So einfach ist das. Glasfaser, sagen wir mal. Ja, jetzt mal gucken hier. Einer von uns beiden muss wieder zurückrufen. Da steht an. Das heißt, der kann mich gar nicht. Der sieht gar nicht, dass ich ihn anrufe. Naja, egal. Junge, was ist denn da schon los? So, Anruf läuft. Am besten ist wirklich, wenn der gleich mal irgendwo ins Eiscafé geht und sich da mal eine stabile Verbindung raussucht. Aber wie naja, ich hoffe aber für ihn, dass wir gleich das Fußballthema abhaken können. Weil, wenn das hier so weitergeht, wir sollten uns da entscheiden, wer wen anruft. Jetzt wird es verbunden. Also, keine Ahnung. Ich glaube, der sitzt da irgendwo echt im Keller. So weit, nun hier Kölner los. Keller. Aktiver Videoanruf. Ich sehe das. Neuaufbau. Schon, der Podcast geht wirklich den Bach runter. Was ist denn das jetzt hier für eine Scheiße? Hm. Wir können jetzt auch nichts anderes weitermachen. Besetzt. Mann, es kommt ein Besetzt. Ein Anruf, der jetzt. Wir rufen uns jetzt beide gegenseitig an. Ja. Da ist er. Jetzt grinst er mir entgegen, die alte Grinserbacke. Also, du warst noch relativ viel länger zu hören als ich. Ich habe dich gesehen, du hast dich aufgeregt. Aber unser Podcast geht gerade so dermaßen den Bach runter, ey. Wenn wir Live-Anzeigen hätten, wie die Zuschauer oder die Zuhörer zuhören, dann wäre jetzt Feierabend, wäre jetzt bei Null. Naja, sei es drum. Also, ihr seht, also Grüße gehen nach Leverkusen raus und überall sonst wohin. War schön mit euch. Ach, nee, wir haben noch ein bisschen. Genau, deswegen sage ich, gründet euren eigenen Fußballverein. Wenn das im echten Leben schwer ist, macht es doch wie ich. Guckt, dass ihr nochmal irgendwo den Fußballmanager von EA Sports euch ranzieht, weil der liebe Giller, der hat da nämlich seinen eigenen Fußballclub gegründet. Werde ich euch mal ganz kurz davon berichten. Und zwar schreiben wir das Jahr, also der Gründung schreiben wir das Jahr 2012. Ich habe meinen Fußballclub, ich darf nicht sagen, wie er heißt, weil dann wisst ihr, wo ich wohne und das möchte ich nicht. Aber auf jeden Fall ist es Fortuna. Wir werden ein Alibi-Namen nehmen, Fortuna Brandenburg. Fortuna Brandenburg, genau. Habe in der Nordostliga angefangen. Genau, Nordostliga, das war damals, glaube ich, die Oberliga. Da habe ich angefangen, habe ich dann Lieber Giller, wollen wir da nicht gleich mal einhaken und eventuell unsere nun neue Rubrik ins Leben rufen? Wollen wir das machen? Na, aber das würde doch jetzt wie die Faust aufs Auge passen. Na, wir dann mal los. Wir haben uns was überlegt. Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut und uns was Neues überlegt. Doch, wir haben alles gescheut, weil wir keinen Jingle haben, weil wir nichts haben. Wir haben einfach,
Also das ist aber nicht meine Schuld, würde ich nicht mal dazu sagen. Nur weil der Arbeit zu faul ist, seinen Rechner mitzunehmen, dahin, wo er ist. Aber gut, sei es drum. Genau, also wir haben eine neue Rubrik, und zwar heißt diese Rubrik, also der Name wird auch nochmal geändert, weil Spiel der Woche klingt so ein bisschen, ja, Spiel, Spaß und Spannung mit dem Giller und Arbeit. Jede Woche ein neuer Tipp von uns, oder wenn wir Bock drauf haben. Im Grunde genommen gibt's zwei Spiele. Das eine Spiel ist Hitster, darüber hatten wir letzte Woche oder auch vorletzte Woche gesprochen. Das Spotify-Spiel. Grüße an Spotify. Ja, vor zwei oder drei Wochen. Hm. Genau, also kurz nach Ostern die Geschichte da, ne? Genau. Da gibt's von uns, also von mir gibt's für dieses Spiel, wenn wir jetzt wieder auf der Skala von 1 bis 10 gehen, kommt immer darauf an, mit wem man das spielt, welchen Alkoholkonsum man schon intus hat oder welche Promille man intus hat. Aber je mehr Leute, je mehr Promille, würde ich sagen, gibt's 8 Premium-Spotify-Abos dafür von mir. Das finde ich total gut, da gehe ich total mit. Ich würde auch sagen, 8, also zwischen 1 und 8 von 10. Genau. Je nachdem, wo, wie und wann. Ja, perfekt. Genau, gut. Hört euch die Folge mal an, das war ganz witzig. Genau, das ist wichtig, dass man da die gescheiten Leute drumherum hat. So, ja, genau. Und dann die Regeln verstanden werden, weil wozu gibt es denn Regeln? Da ist nicht Kids-Fehler. Ist doch egal. Ist doch wie beim Fußball, genau. So, also, und so, das heißt, ein bisschen, ist jetzt schon Retro, wenn wir jetzt diese Woche unser Spiel vortragen? Oder du? Naja, das ist 12 Jahre alt, ne? Na, deswegen ja. Das ist ein 12 Jahre altes Computerspiel. Bei den Autos würde man, glaube ich, schon fast Youngtimer sagen. Ab wie vielen Jahren ist denn Youngtimer? 15? Ich glaube, 15. Ja, 15 war. 15 oder 20. Und Oldtimer 30? 25. 25? Ja. Also ich habe, keine Ahnung. Das Problem an der Sache ist, also wir reden, wir fangen nochmal von vorne an. Also wir reden über das Spiel der Fußballmanager 2012. Es gab auch Fußballmanager 2013, aber ich, Vollidiot, hab irgendwo mir gekauft und hab nicht mehr. Keine Ahnung, ist einfach weg. So, ja, vielleicht hört ihr dann nächste Woche das Spiel der Woche Fußballmanager 2013. Mir fällt ein, ich hab's gar nicht gekauft, genau. Weil ich da zu der Zeit gar keinen PC mehr hatte. Ist auch egal. Gut. So, Fortuna, also wie gesagt, Brandenburg. Es war ja damals, Fortuna Brandenburg. Und es war damals halt zu EA-Zeiten noch schön. Die hatten wirklich sämtliche Rechte an gefühlt an allen Mannschaften. So, die stärksten Ligen oder die Quatsch. Ja, europäische Ligen waren, glaube ich, alle, ne? Ja, aber es war auch Major League Soccer war mit dabei und Argentinien und Brasilien. Aber gut. So, also habe ich also meinen Verein gegründet und habe erstmal die ersten 3 Jahre Tatsache in der Oberliga gespielt, so eine Kacke. Und bin dann aber stetig aufgestiegen. Jetzt ist es im Spiel, also so eine Saison kannst du rechnen, geht immer eine Stunde, ne, wenn du da ein bisschen was machst und so weiter, geht eine Saison eine Stunde, anderthalb. Und jetzt bin ich im Jahr 20. Nur ja, ich hätte jetzt gedacht, viel, viel länger. Oder vielleicht ist es auch länger, aber weißt ja, wie es im Spiel ist. Es fühlt sich an wie eine Stunde. Oh, ist schon morgens um 3, ja? Ups, 3, morgen eine Stunde gespielt. Genau. Jetzt habe ich aber das so gemacht. Ich habe vorher immer auf normal gemacht, also Schwierigkeit, und habe jetzt aber meine Finanzen auf schwierig gestellt. Ja, so eine Kacke, Alter. Also die Finanzen fressen mich so langsam auf. Ich meine, ich habe mein Stadion jetzt, ich würde mein Stadion gerne weiter ausbauen, hat jetzt gerade 43.500 Plätze. Ich habe angefangen mit 700. Aber ist schon amtlich, muss man sagen. Ja, und dann ist es ja so, ich unterschreibe ja jedes Jahr einen neuen Nationalmannschaftsvertrag, ne? Dass ich also, einen neuen Nationaltrainer. Ja, weil ist ja nur, dass du Kohle kriegst und dass man aus meinem privaten Vermögen das schieße ich in den Verein rein, in Fortuna. Ah, ist ja auch noch. Also so ein bisschen Lobbyismus ist auch noch mit bei. Ja, muss ja, weil ansonsten wird das nichts. So, Fortuna Brandenburg meinst du? Ja, hab ich ja gesagt. Ja. Naja, jetzt ist ja ruhig. Genau, also Fortuna Brandenburg. Und jetzt ist aber das Jahr 2025 angeschrieben und ich bin zum ersten Mal DFB-Pokalsieger geworden, mein Lieber. Habe im Finale den FC St. Pauli rausgeschmissen. Realistische genau. Finale, ja. Naja, St. Pauli hat im Halbfinale die Bayern mit 1:0 besiegt. Ja, sag ich ja, realistisches Finale. Es ist sehr, sehr unrealistisch, weil Dortmund die letzten 10 Jahre in diesem Spiel Meister geworden ist.
Sehr gutes Spiel. Kann ich jedem empfehlen. Es kriegt von mir 10 von 10 DFB-Pokal. Genau. Genau. Nein, also, ich muss ganz ehrlich sagen, von mir gibt's da 10 Meisterschaftspunkte und dazu noch 3 Champions League Pokale gibt's für dieses Spiel. Das ist, also ich find's nach wie vor klasse. Du kannst Jugendcamps im Ausland bauen, wo du dann deine Spieler ranziehst und die dann für teuer Geld verkaufst. Und aber gut, klar, ne, 2012 muss man auch überlegen, der teuerste Transfer war da, glaube ich, also jetzt in dem Spiel gesehen, war bisher, ich glaube, 70 oder 80 Millionen Euro. Ich würde sagen, in echt war es, glaube ich, zu dem Zeitpunkt entweder noch Cristiano Ronaldo oder Gareth Bale. Wir sind nicht mehr, Gareth Bale hat damals so ja die 100-Millionen-Marke geknackt. Ja. Und dann wurde ja die Fußballwelt Katastrophe im Kapitalismus. Aber ich finde es gut, du sprichst an, Jugendarbeit auf jeden Fall, Menschenhandel, also alles kann man da machen. Perfektes Spiel, fast wie im reellen Leben. Wie ich jetzt gehört habe, ist Jürgen Klopp noch Trainer von Borussia Dortmund und hat 10-mal in Folge die Meisterschaft geholt. Perfekt. Ja, genau. Und es gibt einige Clubs, die mich natürlich abwerben wollen. Das ist auch mal ganz interessant. Und vor allem finde ich es ja schön, du siehst dann auch die originalen Logos von den Mannschaften. Also es ist echt schön gemacht. Ist gut. Kann man dieses Spiel denn aktuell noch irgendwo erwerben? Weil ich meine, viele alte Spiele kannst du ja meistens. eBay. Problem bei mir ist, dass mein Rechner kein CD-ROM-Laufwerk hat. Ja, stimmt. Du hast es also damals digital schon erworben? Ja. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Und also liebe Leute, guckt euch das alles mal an. Aber da, also ganz kurz, dadurch, dass es aber so alt ist und ich das jetzt hier auf dieser EA App habe, stürzt mir das andauernd ab, Alter. Man muss wir halt wieder neu. Also, dann ist ja immer ein Zwischenspeicher, ne? Und dann spielt halt weiter. Aber das nervt halt so ein bisschen. Aber ist halt so. Kannst nicht. Ja, was ich mich nur daran erinnern kann, wenn ich so früher spiele am PC, ist Jahre her bei mir, dann war es irgendwann so weit, dass die Computer so weit fortgeschritten waren von der Technik, dass alte Spiele schon gar nicht mehr liefen, weil die zu alt waren, also die Technik zu gut. Und dann hatte ich manche Spiele, die waren dann in rasendem Tempo. Also da ist alles so schnell abgelaufen, du konntest gar nichts mehr machen. Ja. Also wie gesagt, dann beenden wir damit dieses Thema. Wie gesagt, es gibt 10 Meisterschaftspunkte und 2 Champions League Pokale für dieses Spiel. Und wenn irgendeiner von euch noch FIFA 2013 hat, den Manager, und es gerne loswerden möchte, schreibt uns doch bitte unter info@giller-und-arbeit.de. Genau, aber bitte zu Händen dafür, von Giller. Genau, dafür würde ich mir sogar noch ein CD-Laufwerk kaufen. Es kostet ja nicht mehr viel, kostet ja nicht die Welt, komm. Da würde ich auch denken, oder? Ja, also das ist so, auf jeden Fall ein spannendes Thema. Genau. Dann Themenwechsel, wir haben nicht mehr so viel Zeit auf der Uhr, weil wir ja hier andauernd unterbrochen werden. Wir hatten letzte Woche kurz über mein Führungszeugnis gesprochen, das ich online erworben habe. Ja, stimmt. Ist es denn angekommen? Aber es ist noch nicht angekommen. Naja, was, eine Woche jetzt, komm. Naja, aber guck mal, nach einer Woche war ich schon fertig mit meinen mittelalterlichen Methoden. Aber ich musste da nicht irgendwo Münzen in irgendeinen Geldsack einschmeißen und mich bewegen. Naja, ist auch egal, jedenfalls ist es noch nicht da. Ich brauche es auch noch nicht. Ich brauche es wahrscheinlich, Ende Mai brauche ich es. Und also bis dahin haben sie noch Zeit und dann ist schick. Ich wollte da nur einen ganz kurzen Zwischenstand, ein kurzes Update dazu geben. So, ja, haben wir das auch. Sehr gut. Dann bleiben wir am nächsten Thema. Wir berichten nächstes Mal. Ja, nächstes Thema. Wo rutschen wir denn hin? Wir rutschen jetzt raus bei dem schönen regnerischen Wetter in den Jatten. Ja, du hast ein neues Gartenprojekt, so wie auch im letzten Jahr gestartet. Wir sind alle sehr gespannt. Bevor Was du aber loslegst, möchte ich gerne, oder vorletztes Jahr ging es los, ich würde gerne kurz abgelegt wissen, wir hatten damals Bambus war ein großes Thema bei dir, dein Feigenbaum war ein riesengroßes Thema bei dir. Wie steht's denn da? Und du hattest eine schicke, tolle Solardusche. Hol uns mal ein bisschen ab. Also, die Solardusche, die da habe ich ja gemauert und einen schönen Boden gelegt und so weiter. Die Solardusche kommt, wird jetzt auch Anfang, Mitte Mai wieder in Betrieb gehen, weil jetzt bei dem Schmuddelwetter. Und wir haben noch letzte Woche gesagt, genießt den Sonnenschein, guck dir das an. Und das ist hier, weiß ich nicht. Katastrophe übrigens überall im Land. Ich kann es bestätigen, ich war jetzt wieder on the road, Hessen, jetzt bin ich hier Niedersachsen, überall die gleiche Scheiße. Ja, ja. So, und also wie gesagt, die Solardusche kommt dann Anfang, Mitte Mai
wieder. Ist ja, muss ja nur aufgesteckt oder unten am Boden angeschraubt werden und dann aufgesteckt werden und dann ist die wieder voll einsatzfähig. Zweites Thema, ich hatte mir, genau, vor 2 Jahren habe ich mir einen Bambus für draußen gekauft. Ja, der steht da und der steht da. Wow. Passieren tut er irgendwie nicht mit viel, keine Ahnung. So, Feigenbaum, der wurde ja umgepflanzt. Da sind jetzt meine ersten 2 kleinen Feigen schon dran. Oha, wachsen. Da siehst du, langsam trägt die Arbeit Früchte. Ja. Die Arbeit trägt Früchte. Also darf jetzt bloß kein Frost mehr kommen. Aber gucken wir mal. So, also wie gesagt, der steht auch, der wurde dann umgepflanzt, ein bisschen beschnitten und jetzt steht der auch. Dann habe ich ja 2 neue Walnussbäume mir in den Garten Ja, das hatten wir Anfang des Jahres, genau. Hast du aus dem Wald gerettet? Die kommen jetzt auch, also da die fangen jetzt auch langsam an, Blätter zu tragen. Die sollen gar keine Nüsse tragen. Ich will die einfach nur ein bisschen als Schattenspender dann für mich haben später mal. Apfelbaum ist neuer dazugekommen, ein neuer Birnbaum und ein neuer Pflaumenbaum ist dazugekommen. Hat sich quasi in die Giller-Familie eingesät. Bist du hier, bist du jetzt Obstbauer Giller oder was? Da gibt's ja bei dir immer nee, pass auf. Obstsalat. So, und jetzt hoffe ich, dass du dich an deinen Stuhl oder auf deiner Bank oder wo du auch immer sitzt, festhältst, weil okay, warte. Ich habe mir neue Samenkörner bestellt. Wir reden jetzt hier vom Riesenbambus. Riesenbambus. Warum nicht in der Stroh? Ja, und warum hast du eine Maske? ja. Habe ich nicht. So, ich habe gelesen. Nee, oh Gott. Können bis zu 30 Meter hoch werden. Wir sollten da oben beschneiden. Da oben beschneidet das gar keiner mehr. Das bleibt dann da oben. So. Und ich klar, ne, guckst du dir dann als angehender weltbester Gärtner im Land Brandenburg, guckst du dir ein paar YouTube-Videos an. So, da war dann einer, der dann beschrieben, wie er das gemacht hat und so weiter, bla bla. Na, hab ich mir angeguckt. Und das waren 60. Also die haben geschrieben 60 Körner, aber da sah echt mehr aus. Naja, jedenfalls habe ich 5 verschiedene Töpfe gemacht und habe unterschiedliche, wie sagt man denn, unterschiedliche Anzahl an Samen? Unterschiedliche Anbautechniken gewählt. Ah, okay. So. Mhm. Oder unterschiedliche Anzuchttechniken. So, und zwar habe ich die ersten habe ich so genommen, ohne aufzuquellen. Also man sollte die ins Wasser legen, lauwarmes Wasser, dass sie aufquellen, dann geht's schneller. So, die ersten habe ich ohne gemacht. Die anderen habe ich dann ins Wasser gelegt, so, und dann habe ich dann mit Anzuchterde und mit Obstbaumerde, weil ne, für die Bäume hatte ich ja noch Obstbaumerde gehabt. Und bei den einen habe ich Blaukorn, das ist ein bisschen Dünger, bei den anderen nicht. So, und das sind jetzt 6 verschiedene Töpfe mit 6 verschiedenen Anzuchtsformen. Was soll ich dir sagen? Achso, und der Typ, der das da gezeigt hat, ne, die ersten 4-5 Wochen war nichts zu sehen. So, okay. Bei mir. Aber was heißt denn der Typ, der dir gezeigt hat, hast du dir bei YouTube oder sowas angeguckt? Ja, oder ja, war ja, YouTube. Achso, okay. Nein, YouTube. Habe ich doch gesagt am Anfang, ich habe YouTube-Videos. Achso, das habe ich denn so ein bisschen. Alles gut, ist ja nicht weiter wild. So, und jedenfalls, bei dem kamen 4-5 Wochen nichts und dann irgendwann war dann hier so ein Stängel da. So, bei mir, guck mal, ich habe es eingepflanzt am 11. Am 11. habe ich es eingepflanzt. Donnerstag war das. Auch am Tag unserer Ausstrahlung. Perfekt. Der beste Tag, würde ich sagen. Wir haben heute den 16., wenn ich mich nicht ganz irre. Ja, das ist korrekt. Also heute, liebe Zuhörer, wenn ihr das hört, ist es der 18.04. Aber wir nehmen auf am 16.04. Da hast du recht, lieber Giller. Genau. So. Und jedenfalls sind jetzt schon, also die fangen jetzt schon an zu keimen. Und du siehst bei 4, also das sind bestimmt 30 Körner, also 30 Samenkörner oder sowas. Und bei bestimmt 6 oder 7 Stück siehst du schon die ersten kleinen, wie sagt man denn, Wurzeln halt, ne? Die ersten kleinen Wurzeln, die sich den Weg in die Erde suchen. Weil es sind Lichtkeimer. Das heißt, die brauchen das Licht. Aber oben muss trotzdem ein bisschen Erde sein. Und sind die jetzt bei dir drinnen momentan oder sind die draußen schon? Ich habe eins habe ich fallen lassen, da hab mal geguckt, was passiert. Entschuldigung. Und da ist ein Samenkorn in seine Speiseröhre gerade gekommen, aber passiert. Genau. Und der wächst jetzt ganz schnell. So, und die brauchen eine relativ hohe Luftfeuchtigkeit am Anfang. Das heißt, ich habe dann überall so eine Plastikflasche oben drüber gemacht. Jeden Tag sprühst du die ein paar Löcher reingemacht in die Plastikflasche. Also in das Abgeschnittene. Und dann habe ich, ich habe ja noch so eine UV-Lampe da. extra für so eine Geschichte, ne? Wo man auch ein bisschen andere Sachen machen kann.
gerade jetzt. Führ mal bitte aus, ich weiß nicht, was du meinst. Drei weibliche für einen oder irgendwie sowas, ist ja auch egal. Okay, so, gut. Und so die dann auch noch mit angemacht und 24 Grad. Ich habe die Heizung auf 5 gedreht, Alter, ne? Wo schön draußen Sonne war. Junge, da war eine Wärme da drin, aber brauchen die ja anscheinend. Und deswegen, genau, fangen die jetzt alle an, schön zu wachsen. Und das freut mich unheimlich dolle und ich finde das toll. Ja, also der Giller mit dem grünen Daumen, der Bambusflüsterer, so wie wir ihn kennen. Ich bin gespannt, Projekt 1 von vor 2 Jahren ist ja, können wir jetzt mal so hart sagen, wie es ist, ja, gescheitert. Und jetzt sind wir gespannt, wie dies Jahr wird mit deinem 30 Meter Bambus. Bin echt mal gespannt. Genau, genau. Wichtig ist nur, wenn ihr da oder wenn ihr Fragen dazu mal habt, dann ne, schreibt uns gerne. Die E-Mail-Adresse wurde vor 10 Minuten angesagt. Ich wiederhole es jetzt nicht nochmal. Sehr gut. Aber wichtig ist halt, wenn du das jetzt hier im Garten machst, oder ne, du musst da echt aufpassen, weil in 5, 6, 7, 8 Jahren hast du hier überall Bambus, hat jeder Nachbar Bambus, weil der so scheiße sich vermehrt. Das ist krass. Ja, wir sind mal gespannt, ob überhaupt was draus wird. Aber wir bleiben am Ball. Genau. Wir berichten. Wir berichten und bleiben am Ball. Genau. So, haben wir das Thema auch. Perfekt. Jetzt hattest du noch gesagt, du hast noch auf jeden Fall etwas für deine alleinige Rubrik. Da werden wir dich jetzt auch gleich nochmal ganz, ganz viel hören. Und wir wollen deinen Song des Tages machen. Und du hast vorab gesagt, du bist mal gespannt, wann der Tag kommt, wo wir beide den gleichen Song des Tages gewählt haben. Und vielleicht. Also heute wird es nicht. Nein? Nee, heute wird es nicht sein, glaube ich nicht. Weil du darauf auf dies nicht anspringst, auf diese Musik. Ja, gut, das muss ja nichts heißen. Okay, aber muss ja trotzdem nichts heißen. Schieß mal los, dein Song des Tages. Und zwar, mein Song des Tages ist, haben wir viel zu selten oder diese Band und dieses Lied finde ich völlig unterschätzt. Ich finde das so geil. Und zwar ist es von Fleetwood Mac. Oh, sagt dir das was? Na, aber selbstverständlich. So, geile Musik. Ich weiß nicht, heißt das Go Your Own Way oder nur Own Way? You can go your own way. Go your own way. Ja, sag mir gar nichts, hast du recht. Ja, weiter? Das Lied liegt mir schon seit ein paar Tagen, ich weiß gar nicht warum, liegt mir das in den Ohren und ich dachte mir so, komm, das muss mal unbedingt drauf auf unsere Liste, weil es ist einfach nur schön. Da hast du komplett recht. Unterschreibe ich. Sehr schön. Ach so, dann kommen wir gleich dann nochmal zu einem anderen Punkt, bevor ich unsere Rubrik mache, weil ich habe dann noch, ich muss da noch was loswerden, genau, bevor ich das vergesse. Okay. Dann, was ist denn deiner? Genau, wir hatten drüber auch schon gesprochen. Es ist wie so oft, wenn wir über irgendwas reden, kurz danach, bam, es passiert. Kann natürlich auch sein, dass es alles schon kurz vorher passiert ist, ich weiß es nicht. Ganz genau die Daten kenne ich nicht. Aber wir haben gesagt, wir haben ja auf unserer Dein Song des Tages Liste, presented by Giller und Arbeit. Giller und Arbeit. Haben wir kein Song von Olle Herbert Grönemeyer. Und wie soll es anders sein? Er hat eine neue Single draußen, weil irgendwie 40 Jahre Bochum? Keine Ahnung. Also das Album von Grönemeyer, Bochum, ja, kennt ihr bestimmt alle, hat er eine Version von Flugzeuge im Bauch. Celine featuring Herbert Grönemeyer, Flugzeuge im Bauch. Klassischer Song. Und da muss ich jetzt ganz kurz mal sagen, der Song kommt nicht auf dein Song des Tages, weil der Song, ich finde ihn Katastrophe. Da haben wir uns so lustig drüber gemacht, wie Oli P. den damals performt hat, würde ich nicht sagen, gesungen. Und es geht schlimmer. Nee, schlimmer würde ich, nee, nein. Also da, so schlimm ist es deutlich. Aber es kommt irgendwie ganz schön ran. Also man hört auch Herbert Grönemeyer sehr, sehr selten in dem Song. Der ganz zum Schluss summt da ein bisschen, glaube ich, mit. Und dann ist immer so, und das war ansonsten singte Celine. Ich habe keine Ahnung, wer die Künstlerin ist. Die Stimme kommt mir bekannt vor und ich glaube auch, dass sie eigentlich relativ geile Musik macht. Aber die Version hat mich jetzt überhaupt gar nicht abgeholt. Das wiederum nimmt mich aber mit zu sagen, Herbert Grönemeyer, Flugzeuge im Bauch, original von der Platte Bochum, packen wir auf die Liste. Dein Song des Tages, presented by Giller und Arbeit. Sehr schön, sehr schön. Entschuldigung. Ja, kein Problem. Ja, Geheimer Morsecode. Ach, gut. Bin ich jetzt umgefallen? Was machst du denn da? Es gibt ja, es gibt ja Herbert Grönemeyer, der hat da so einige Partner sich herangezogen und hat mit denen Duets gesungen. Ja. Unter anderem auch mit einem Künstler, der bereits schon auf unserer Playlist des Tages ist. Und zwar mit Max Rabe. Wusstest du das? Ah, ja. Sehr geil. Also, hat er
hat er Mambo gesungen. Ich stehe hier schon seit Stunden, hier sind meine Runden. Ja, ja. Finde ich einen geilen Song. Ja, hast recht. Auch ein lustiger Song. Gefällt so, ganz kurz, ich muss was loswerden, mein Lieber. Und zwar, ich weiß nicht, ob du auch diese E-Mail erhalten hast. Es ist ja bald wieder soweit. Es ist ja bald ESC. Ja. So, ich habe eine E-Mail erhalten vom NDR. Ja. Vom Norddeutschen Rundfunk, dass man unseren eingeschickten Song, den wir eingeschickt haben, Our den Song haben die jetzt for ESC, den haben die jetzt wiedergefunden. Das heißt, die ganze Zeit, wo die Ausscheidung, also nicht meine Ausscheidung, sondern die Ausscheidung von denen da, wo es halt darum ging, zu voten und so weiter, wer für Deutschland an den Start geht, da haben die unseren Song verbummelt. Boah. Wir haben den ja rübergesetzt, also wir haben den ja hingeschickt, falls du dich daran erinnerst. Ja, im Dezember letzten Jahres. Genau, und da muss irgendeine, also hat man mir das, also in schöne Aussprache, ne, so haben sie es ja geschrieben, aber da muss irgendeine Praktikantin das Ding versemmelt haben. Entweder hat sie es verbummelt oder, was noch viel schlimmer wäre an der Sache, ist, dass sie den Song genommen hat und eine Metal-Version draus gemacht hat. Das weiß ich nicht, wir können aber gerne dranbleiben. Das heißt, unser Song des Jahres für Deutschland beim ESC, dieses Jahr wird's nichts. Wir versuchen das Ganze nochmal nächstes Jahr rüber zu senden an den NDR und gucken, was dann passiert. Genau, dann müssen wir sollte das wieder so sein, wird es eine Anklagewelle geben. Da könnt ihr auch gerne mitmachen. Es gibt da auch eine Petition auf petition.de, wo wir unseren Song nochmal hypen werden. So. Genau, diese Seite heißt petitions.de/oursongforesc2024/2025, weil wir sind ja im nächsten Jahr, /Giller und Arbeit/unser Song .33-55637382152277765. Entschuldigung. Ja. Und dann Doppelklick und dann seid ihr da. Genau. So. Wir machen jetzt hier mal ganz kurz, wir sind schon wieder fast durch, Alter, wie ich das hier, 32 Minuten. Ja, wir hatten ja davon 10 Minuten Verbindungsprobleme, glaube ich. Aber seitdem an läuft es wieder stabil, du, ne? Stabil. Ja, ach so, ich habe einen Bunker hier, ist hier alles Asbest noch oder so, keine Ahnung. So, dann noch was, bevor wir zu meiner Rubrik kommen. Ich habe heute ein bisschen rumexperimentiert und zwar... An dir? Auch. Ich backe ja unheimlich gerne, ne? Aber es gibt immer so zwei Kuchen, die ich mache und ansonsten habe ich gar keinen Bock auf irgendwas anderes. Ne? Genau, ansonsten backst du immer kleine Brötchen. Jetzt sowieso. Schuster, denke ich mal, bleib bei deinen Leisten. Und zwar ein Käsekuchen. So, geht um Käsekuchen. Käsekuchen bin ich King. Bist du King? Ja. Okay. Oh, wollen wir einen Käsekuchen-Contest machen? Wir backen beide einen Käse. Du hast doch bei mir schon mal Käsekuchen gegessen. Du warst doch schon mal bei mir, da gibt es eine Folge. Du hast doch bei mir schon mal Käsekuchen gegessen. Also ich kann ihn noch toppen. Damals war es ein ganz Standard-Käsekuchen. Ich glaube, der war damals sogar zuckerfrei. Bin mir aber nicht mehr sicher, müsste ich mir die Folge selber anhören. Aber ich kann noch einen geilen machen. Okay, dann werde ich jetzt hier nicht weiter fortfahren. Doch, gib mal kurz. Nein, am Arsch, Alter. Wenn wir ein Käsekuchen-Battle machen, dann, wer soll das probieren? Muss ja wir brauchen ja einen unabhängigen Tester. Ach, Quatsch. Wir testen einfach du gibst mir deinen und ich gebe dir meinen und dann werden wir einfach ganz, ganz knallhart und ehrlich das bewerten. Ja. Nee, da vertrauen wir uns. Das finde ich gut. Und zwar, ich habe bei mir mal das Problem gehabt, dass mein Käsekuchen immer zusammenfällt. Einfällt. Passiert mir auch manchmal. Dem bin ich heute entgegengegangen und es ist Tatsache nicht mehr passiert. Ich habe einige Tricks und Kniffe angewandt, die dem widerstehen und die dem dann halt nicht nachgeben und zusammenfallen. Sehr cool. Dann werden wir das machen hier wie das große Backen oder so hier mit Emi und Pfanne Mike Lock ist. Wir werden verschiedene Kriterien. Das große Kacken. Wir werden verschiedene Kriterien uns überlegen, wie zum Beispiel optischer Eindruck, ja, drauf geschissen so, ne, ob dem nur eingefallen ist oder nicht. Da machen wir Festigkeit, ne, Konsistenz und Geschmack natürlich, ne. Und dann machen wir einen Käsekuchen-Battle. Also der ist fluffig wie Luft ist der. Ist doch geil. Ne? Ich habe wie gesagt heute, ich habe ja,
wir haben noch ein Golfturnier oder wir haben noch ein Golfspiel offen. Wir haben noch ein FIFA-Turnier mit den anderen Flitzpiepen offen. Ja. Kriegen noch nichts gebacken. Machen wir das im Sommer. Finde ich gut. Wir machen das folgendermaßen. Wir machen das FIFA-Turnier in Kombination mit dem Käsekuchen-Contest. Genau. Und da haben wir auch noch unabhängige Tester. Genau. Ja, das ist ein guter Plan. Das Weil ist zwei, ein guter Plan. Zwei Käsekuchen für zwei Personen ist echt schon viel. Zwei Käsekuchen für vier Personen ist auch schon viel. Ja, also, aber ich sag dir eins, also wenn du meinen probierst, dann bist du addicted. So süchtig. Na, okay. So, sei es drum. Herausforderung angenommen. Ach so, apropos, siehst du, wir kommen jetzt dann so ganz langsam zum Schluss. Ich hau jetzt hier nochmal eine Rubrik durch und dann sind wir schon bald am Ende. Wir brauchen aber noch einen Namen für unsere heutige das große Erfolgsfolge. Nein, das kann ich nicht machen. Leberkäsekuchen. Leverkuchen. Ja. Nicht Leverkusen, Leverkuchen. Ja, Leverkäsekuchen, finde ich besser. Leverkäsekuchen. Ja, das ist aber auch so sind wir. Genau, also, genau. Wir kommen zu meiner Rubrik. Chica. Und zwar schreiben wir heute, wie schon vorhin angekündigt, den 18. April. Und da hange ich mal gleich rein in die krasse Rubrik vom Giller, die alleinige Rubrik, und gratuliere. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, liebe Nico, Marie. Schön, dass du noch ein Jahr älter geworden bist. Die Off-Voice von uns. Alles Gute zum Geburtstag. Dann auch von mir einen herzlichen Glückwunsch und wir brauchen dich zum Käsekuchen testen. Oh ja, da sagt sie, denke ich mal, bestimmt nicht nein. Genau, und das Ganze können wir dann auch blind machen, also quasi eine Blindverkostung. So, sei es drum, Geburtstagsgrüße sind damit hinüber, haben wir damit gemacht. Genau, dann kannst du ja nachher auch mal schön unsere Liste anhören, nämlich von Olle Stevie Wonder, Happy Birthday, ist nur für dich, haben wir extra für dich raufgesetzt. Genau, heute, an diesem Tag. So, heute, an diesem Tag, vor zwei Jahren. Wir fangen an mit der Rubrik Sport, weil wir da auch in den Podcast gestartet sind. Und zwar 1877, das Stadion Stamford Bridge. Ah, okay, die Stamford Bridge. Welcher Verein? Ist es Tottenham? Nee. Stamford Bridge, wer ist Stamford Bridge? Also, ich hätte jetzt gesagt, das ist Chelsea. Ist Chelsea Stamford Bridge? Oh, jetzt fragst du mich was, Alter. Ach, du hast mich gefragt. Hier. Ja, doch, Eigentümer Chelsea Pitch Owens Place, genau. Okay. Aber es ist, ach so, siehst du, das können wir auch gleich nochmal machen, wenn wir schon beim Fußball sind. Dann machen wir gleich, wir machen heute hier nur Sport-Dingens. Also, 1877, das Stadion Stamford Bridge in Londoner Stadtteil Fulham wird als Leichtathletikstadion offiziell eröffnet. Und spielt da Fulham mit auf? Ja, das ist die Frage. Da kommen wir gleich zu. Okay. Der Fußballclub Manchester United entsteht. Das ist schon wieder die Engländer. 1902. Durch Umbenennung, nachdem einige Geschäftsleute um den neuen Clubpräsidenten John Henry Davis durch eine Finanzkrise den Bankrott des bestehenden Newton Health FC abwenden. Genau, also nicht zu verwechseln mit dem Davis Cup, das ist jetzt Manchester. Genau. So, dann das 1923, das Wembley-Stadion in London wird mit dem Cup-Finale zwischen West Ham United und den Bolton Wanderers eröffnet. Zum ersten Mal. Krass, war. Zum ersten Mal 1923. Ja. Mittlerweile alles neu. Ja. So, jetzt wird hier hart gegoogelt. Kurz was anderes. So, das nächste Spiel wird Manager wird schnell die Verträge verlängern. Dann 1995 in Nordkorea beginnt das zweitägige Wrestling-Event Collision in Korea. Das ist ja was für dich, ne? Ich hab davon keine Ahnung. Naja, sei es drum. So, dann 2005, der Deutsche Fußballbund verabschiedet nach dem Wettskandal 2005 ein Wettverbot für Fußballspieler, Fußballfunktionäre und Fußballschiedsrichter. Gleichzeitig wird der Schiedsrichter Robert Heuzer, der den Skandal ausgelöst hat, lebenslang gesperrt. Oh, krass, so lange ist das schon wieder her? 2005? Ja. Oh, ein Jahr vor der WM.
Ja, ich hätte es jetzt auch vergessen und nicht mehr dran gedacht, ne? Aber wenn man es so hört, dann, ach ja, stimmt, da war ja was, Robert Häuser, der Name ist bekannt, und aber 2005, krass, Mann. Ja. So. Dann, ich habe ja gesagt, wir kommen gleich noch zu etwas. Okay, das ist interessant. Mal gucken, vielleicht kriegen wir es hin. Komm, sag uns auch, was du da gerade entdeckt hast. Wir sind alle total gespannt. Das kommt ja hier wie aus der Pistole geschossen und verdammt gut vorbereitet. Ich würde gerne von dir wissen, ob du eine Ahnung hast, wie viele Fußballclubs, die in der Premier League spielen, in London sind spielen? Aus London. Ja. Also Chelsea, Man City, Man United, Arsenal. Warte. Du hast die Frage verstanden, oder? Ach so, nee, nochmal bitte. Wie viele Fußballclubs, die in der Premier League spielen, kennst du, die aus London kommen? Ach so, die in London spielen. Okay, dann nehmen wir natürlich Manchester raus. Also Manchester City nehmen wir raus, Manchester United bleibt. Genau, so. Weil die hießen ja eigentlich Davis London. So. Genau. Dann nochmal, also Fulham. Spielen die jetzt da? Mhm. Ich würde es jetzt einfach mal so sagen. Chelsea, Arsenal, dann Tottenham. Wie gibt es denn noch? Da gibt es doch noch mehr. Sieben sind es. Also fehlen noch drei. Also die du jetzt alle gesagt hast, hätte ich auch gewusst. Einen wüsste ich auch noch, weil das ist für mich soweit klar. Crystal Palace, okay, ja, hätte ich jetzt nicht auf dem Schirm gehabt. Dann, gut, das wusste ich nicht. Brentford, nee, hätte ich auch nicht gewusst. Und West Ham. West Ham, natürlich, West Ham. West Ham United. Ah, ja. Gut, West Ham, also Crystal Palace hätte ich nicht gewusst. Und dann ist es ja so, die haben ja dann auch alle ihr eigenes Stadion, ne? Ja, das ist voll krass. Plus Wembley. Das kommt auch noch mit dazu. Krass, ja. Oder? Aber ja, gut. Das macht dann einen Besuch. Also ihr Lieben, wenn ihr mal nach London fahren wollt, dann schreibt auch uns gerne. Und zwar unter info@gillerundarbeit.de. Ihr fahrt nach London, ihr nehmt uns mit und wir haben eine geile Zeit. Klar bezahlt ihr das, aber dafür kriegt ihr auch zwei super heiße Typen. Genau, und wir würden sogar einen Giller und Arbeit unterwegs machen, Special mit euch. Ja, also na klar, seid dabei. Quasi wie der alte Werbeslogan vom DSF, mittendrin. Statt nur dabei. So schaut's aus. Das war ein schönes Schlusswort. Wir geben ab, wieder zurück in die Funkhäuser oder von mir aus auch ins Stadion, weil Fußball ist jetzt vorbei. Geht aber gleich weiter hier. Was haben wir? 20 Uhr ist jetzt gleich, in einer Stunde geht's los. Borussia Dortmund empfängt Atletico Madrid mit Simeone als Trainer, Terzic als Trainer und wie die alle heißen, ich weiß es doch auch nicht mehr. Also, Griezmann, dahin, haut auf jeden rein. Antoine Griezmann. Antoine Griezmann. Genau, der ist mit dabei. So, dann, wie gesagt, dann haut mal schön, wie das Spiel noch, Rakitic ist ja noch bei Atletico, dann hat er bei Schalke gespielt. Boah, du wüsstest es nicht. Auf jeden Fall hier olle Dings hier, olle Dortmunder hier, Wuschekopf, wie hieß er nochmal schnell hier? Der Belgier. Axel Witzel, genau. Der Axel. Ist jetzt olle Axel Schweiß. Ist dabei. Ach, übrigens, was für ein schönes Tor von Guerrero, wollte ich nur mal so sagen. Auch, das war mal das schöne Ding. Oh ja. Nur mal so. Ja. Kann man auch mal anerkennen. Richtig, hast recht. Ihr Lieben, beeilt euch, dass ihr Fußball guckt. Ach nee, ist ja schon vorbei. Nee, doch, aber ihr könnt doch Leverkusen gucken. Kommt doch, die können spielen auch, ne? Und darüber haben wir jetzt auch nicht gesprochen, ganz kurz, weil ja so viele fußballbegeistert sind. 3-3, Real Man City. Und da sechs Tore, eins schöner als das andere. Und Olle Erling Haaland, nicht eins. Was da los? Arbeitsverweigerung? Ja, weil er ein bisschen doof ist. Gucken nur an, wie der aussieht. Der sieht der also Wikinger. Ein sieht aber auch aus. Wikinger. Auch. Und wir haben auch nicht gesprochen über LOL. Müssen wir auch noch machen. Hast du geguckt? Das Finale, na klar habe ich das geguckt. Und ganz kurz, jetzt müssen wir doch noch mal kurz zurück. Ey, 3-1 Otto Walkes. Alter Schalter, der hatte drauf. Das ist einfach mega aber, geil. Aber alles mit alten Kamellen, die schon seit 30 Jahre alt sind. Ja, und ja. Immer noch witzig. Ja. Ja. Guck dir andere Komiker an. Ich fand die Nummer mit Streter und Olaf Schubert. Der Hammer. Ich hab mich so weggeschmissen. Bauchschmerzen. Guckt es euch an.
Folge 6 ist das. Genau, und auch da herzlichen Glückwunsch für euch. Wer sich jetzt nicht spoilern lassen möchte, kurz die Ohren zu halten, mir ja böse, hat gewonnen. Sehr gut. Ja. Glückwunsch. Und feiner Zug, finde ich wie immer, machen die ja oft 50.000 Euro Preisgeld, was gespendet wird und aufgeteilt mit Ralf Schmitz, dem anderen Finalisten. Superschön. 25.000 jeder, finde ich super. Sehr schön, so soll es sein. Wir haben keinen Outro-Jingle, deswegen meine Uhr zeigt hier an, 45:38. Da wird bestimmt noch was rausgeschnitten, dann sind wir nicht bei 45 und damit verabschiedet sich hier aus dem Stadion von Fortuna Brandenburg euer lieber Giller. Ich habe gleich auch noch mein eigenes Champions League-Spiel. Muss mal gucken. Gruppenphase bin ich durch. War eine knallharte Gruppe, sage ich euch. Nach dem DFB-Pokalsieg folgt jetzt der Champions League-Titel. Fortuna Brandenburg heißt eigentlich anders, aber ist egal. Meine Fresse. Ich hatte in meiner Gruppe gehabt, ganz kurz, dann können wir jetzt auch abschließen. Gruppenerster war Inter Mailand. Ich war Gruppenzweiter. Dann kam Barcelona. Ja, ich war Theoga sogar weggehauen, glaube ich. Barcelona, wer ist das denn, Alter? Und Twente Enschede. Jetzt spiele ich im Achtelfinale gegen AC Mailand. Gut. Ich habe gute Spieler. Ich vertraue auf die Jungs. Also, bis dahin, ihr Lieben. Tschüssi, ganz kurze Gilly. Anschlussfrage hätte ich da noch zu dem Thema. Und zwar, in welcher Saison, also in welchem Jahr bist denn du jetzt? 2012 gestartet? Genau, ich bin 2026. 2026, oh, boah, Mann, also in der Zukunft, ihr seht, was da passiert. Liebe Leute, auch ich verabschiede mich, vielen lieben Dank. Sorry für die Soundqualität, sorry für die Fehlen des Jingles, Kai-Uwe, ja, sorry dafür, aber du bist dein Job los. Und wir hören uns dann hoffnungsfroh nächste Woche wieder. Und zwar dann mit besserer Qualität höchstwahrscheinlich und vor allen Dingen wieder mit einem Jingle zu Dein Song des Tages, Film, Fernsehen und Rundfunk und allem drum und dran und natürlich dem Intro und der schönen Outro-Melodie, die wir natürlich jetzt auch nicht mehr haben. In diesem Sinne, Herr Arbeit sagt Tschüss und bis zum nächsten Mal. Und das Wichtigste hat er vergessen, unsere neue Rubrik, Dein Spiel des Tages, der Woche. Spiel des Lebens. Ja, genau. Habe ich noch hier. Auch geil, habe ich immer geliebt, habe ich nie gehabt, wollte ich immer haben, nie gehabt. Mann, müssen wir auch mal spielen. Okay, also, bis dann. Ciao, ciao.